aus Arte-Sicht. Wir interessieren uns heute insbesondere für: Die Truppen des syrischen Präsidenten Assad wollen ganz augenscheinlich den Widerstandswillen der Bewohner von Homs brechen. Die Protesthochburg steht seit Tagen unter Dauerfeuer. Heute soll der Beschuss noch verstärkt worden sein. Barbara Lohr berichtet. Die Rufe nach härteren internationalen Sanktionen gegen Syrien werden immer lauter. Sie hörten es gerade, Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von weiteren Strafmaßnahmen der EU. Und auch die USA und Großbritannien verurteilten die Gewalt in Syrien erneut aufs Schärfste. Immer unwahrscheinlicher dagegen wird die von der Arabischen Liga gewünschte Entsendung von Blauhelmen. Niemand scheint sich in die Höhle des Löwen wagen zu wollen. Nach einem Treffen mit der Bundeskanzlerin in Berlin forderte auch der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil El Arabi, ein Ende des Blutvergießens. Er soll Osama bin Ladens rechte Hand in Europa gewesen sein. Seit heute ist er auf freiem Fuß. Der aus Jordanien stammende Geistliche Abu Qatada ist auf Kaution und unter strengen Sicherheitsauflagen. Sie wissen es, vor mehr als einem Jahr haben die Ägypter ihren Machthaber Hosni Mubarak erfolgreich aus dem Amt gejagt. Aber die Hoffnungen der Aufständischen auf ein besseres Leben haben sich bisher nicht erfüllt. Für die enttäuschte Generation Revolution spricht heute der 50-jährige Geschäftsmann Ali Hassan Ali aus Kairo. Tja, nach Standard & Poor's stellt nun auch Moody's die Kreditwürdigkeit der Eurozone immer mehr in Frage. Gleich 6 der 17 Euro-Länder hat die Ratingagentur herabgestuft. Zudem bekommen Frankreich und Österreich schlechtere Prognosen und auch das Nicht-Euro-Land Großbritannien. Spannend ist jedoch, dass sich die Akteure auf den Finanzmärkten von den Ratings kaum mehr beeindrucken lassen. Italien und Spanien konnten sich trotz schlechterer Noten Geld zu deutlich niedrigeren Zinsen als noch vor kurzem leihen. Die Details dazu mit Frank Dörr. Ja, und entgegen aller Erwartungen wird es morgen nicht zu dem entscheidenden Treffen der Eurogruppe zu Griechenland kommen. Das verkündete heute Abend ihr Vorsitzender Jean-Claude Juncker. Griechenland habe die geforderten Bedingungen nicht erfüllt. Die Entscheidung über das nächste Hilfspaket wird also vertagt. Tja, und China will den Europäern bei der Bewältigung der Schuldenkrise helfen. Das bestätigte Regierungschef Wen Jiabao beim EU-China-Gipfel in Peking. Doch bei einem anderen Thema stehen die Zeichen auf Sturm. Und schuld daran ist das Klima, genauer gesagt der CO2-Ausstoß. Caroline Olivier berichtet. Anmutenden und seit Wochen andauernden Spekulationen um das Datum, an dem Sarkozy sich offiziell zur Wiederwahl stellt. Dass er eine zweite Amtszeit anstrebt, daran zweifelt niemand. Laut sagen wird er es wohl endlich morgen Abend bei einem Interview beim größten Privatsender des Landes, TFA. Und dass er sich schon im Wahlkampf befindet, lässt auch diese Information vermuten. Rund 100.000 Menschen arbeiten in Frankreich für den öffentlichen Dienst, ohne fest angestellt zu sein. Per Gesetz soll sich das nun endlich ändern. Dafin Bordstein schildert die prekäre Lage, in der sich viele dieser Staatsdiener auf Abruf befinden. Ja, und auch in Deutschland darf sich eine Gruppe von Staatsdienern heute freuen. Das Bundesverfassungsgericht hat Professoren der unteren Gehaltsgruppe heute mehr Geld in Aussicht gestellt. Mit dem Urteil stärken die Richter das Recht von Beamten auf angemessene Bezahlung. Ein guter Tag für die deutsche Wissenschaft, aber ein teurer für die Länder, die künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Serben im Norden des Kosovo stimmen heute und morgen darüber ab, ob sie die Regierung in Pristina anerkennen wollen. Es wird mit einem überwältigenden Nein gerechnet. Warum? Dazu der Bericht von Damien Vanner. In Las Vegas wird heute das umstrittene Mob-Museum eröffnet, das sich ganz der Geschichte des organisierten Verbrechens widmet. Einer der Grundsäulen, ein unbestrittener Höhepunkt des deutschen Kulturjahres ist die Gerhard-Richter-Schau, die die neue Nationalgalerie in Berlin dem Titan der deutschen Kunstszene anlässlich seines 80. Geburtstages widmet. Über den Hype um seine Person und die astronomischen Preise, die seine Bilder erzielen, darüber sprach mit ihm Romy Südow bei der Ausstellungseröffnung. Ja, und nach Berlin wird die Ausstellung dann ab dem 6. Juni im Pariser Centre Pompidou zu sehen sein. Voilà, das war's vom Arte-Journal für heute. Wir informieren Sie natürlich auch morgen wieder um 12.50 Uhr und dann ab 19.10 Uhr. Und dazwischen können Sie immer noch auf unsere Website klicken, Arte Journal. Und noch ein wichtiger Tipp: Als Arte-Zuschauer interessieren Sie sich natürlich auch für das ungleiche Paar Merkel-Sarkozy. Sie stehen gleich im Zentrum unseres Themenabends ab 20.15 Uhr, bei dem Sie auch mitchatten können. Danke fürs Zuschauen. Merci de votre fidélité.